So Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3. In der letzten Episode ist ja eine seltsame Frau Yoshino Takigawa, um genau zu sein, und heute wird Tisch hergekrabbelt und wir haben Cave verloren, Miku haben wir verloren und wir wollen jetzt einfach nur noch schlafen gehen. If I see you, I don't know. Am I supposed to be alive? Ray, du darfst nicht aufgeben. Nicht du auch noch. Wir haben Miku verloren. Wir haben Kay verloren. Du bist unsere letzte Hoffnung. Das Licht im Dunkeln dieses grausamen Hauses. Wir werden es schaffen. Zusammen. Und mit euch, natürlich. Okay, wir sind immer noch in dieser Schwarz-Weiß-Welt. Wir haben Kamera. Apropos Kamera, wir haben so unendlich viele Punkte. Zieht euch das rein. Ihr wisst, was wir jetzt erstmal machen werden. Zack. Bam. Und nochmal. Bam. Wir bessern unsere Kamera einfach mal aufs ultraste Maximum auf. Brauchen wir das hier unten? Was haben wir für Linsen? Na, gut, okay. So. Wir gehen weiter ins Übel hinein. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn finden und sicher sein. Du. Ich. Stunde 13. Der Ruf des Tattoos. Okay, Stimmen kommen von irgendwoher. Sagt eigentlich meine Heilung. Habe ich davon noch genug? Habe ich vor allem einen Steinspiegel oder so, das wäre echt prick. Oh man, oh, die Kerze habe ich wieder fast weg. Ich habe einen Steinspiegel. Ich gehe einfach mal zu diesem großen Haus wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich reden soll. Aber sie sagt jetzt die ganze Zeit dasselbe da unten. Insofern kann ich ruhig ein bisschen erzählen. Kommt das von hier? Ja, hier, wenn ich... Sobald ich da hingucke, werden die Worte stark. Das war, hatten wir schon mal und das ist nicht der richtige... I never wanted to leave you. I wanted to be with you. I'm here. I'll always be here. War das jetzt Reika? Da liegt was. Kleine Kiste am Fuß des Baumes vergraben. Spiegel. Oha! Project Zero 1 kehrt zurück. Oh Gott, wir müssen 5 oder waren 4. Spiegel sein. Ich wollte immer mit ihm zusammen sein. Gut, das heißt eigentlich, wir müssen nur diesen Stimmen folgen, oder? Heißt das nicht, dass wir gerade eben ganz in der Nähe von so einem Ding waren? Moment. Wir gucken uns alle Wege einfach mal an. Ich muss gleich sowieso nochmal zurück, weil ich will in den Projektorraum. Wir haben noch zwei Filme, die wir uns noch gar nicht angesehen haben. Okay, das ist gut. Die Dinger zeigen uns definitiv, wo die Spiegelscherben liegen.
Okay, der Raum. Jetzt hätte ich mir denken können, dass hier noch eins liegt. I will shatter my memories. These shards. These pieces of me. Das können wir noch nicht zulassen. Noch eine weitere Scherbe. Da glänzt etwas auf dem Boden. Spiegelscherbe 3. Ja, gut, es wird doch. Meine Sehnsucht, meine Erinnerung. Ich werde einfach mal ein bisschen weiter durchs Haus irren, in der Hoffnung, Signale zu erhalten, so wie diese eindeutigen gerade. Ich muss hier nur in die Richtung kommen. Das ist schon mal gut. Zum Projektorraum will ich auf jeden Fall auch noch. No! Meine Kerze. Ja, danke. Der berühmte Tisch. Ich weiß, das liegt immer Typ 14 Film drauf in jeder neuen Stunde und ich find's gut. Signale von irgendwoher. Ja, hier haben wir doch was. Okay. Wieder. Okay. Hä? Wenn ich die... Ach, ich bin jetzt wieder hier. Ich... Dummer. Okay, das ist der Projektorraum. Das heißt, das ist wohl richtig. Ja. I can feel the thoughts of so many people being etched into me. So many voices. So much pain. Please don't forget me. This is my voice, my memory, my pain. Das ist wohl da, wovon das, wovon die Rede war. Als gesagt wurde, diejenigen, die den Schmerz auf sich nehmen und nicht. Wie war das? Mein ganzer, verdammt, das Ding wurde jetzt gesagt. Ja, diejenigen, die den Schmerz auf sich nehmen. Dass das nicht richtig ist mit dem Ritual. Gut, und da wir schon mal hier sind, gucken wir uns Filme an. Eigentlich haben wir da gar keine Zeit zu, wenn wir mal ehrlich sind. Achso, wir haben jetzt gerade eine neue Filmrolle aufgenommen. Ja, super, okay, wenn ich jetzt wüsste, welche die neuen sind. Das war die von gerade doch bestimmt. Ja. Immer die neue. Kinami. Das war der Mann. Kinami. So, wenn ich jetzt wüsste, welche die letzte war. Glaube ich. Ja. Scheint eine Art, wie soll ich sagen, Fahrstuhl zum Ritual der Weisung zu sein, die Betroffene runterfahren. Okay, von hier aus merke ich schon wieder ein Signal. Aber ich entferne mich gerade. Ach so, Ich ahne mal, von wo das kommt. Von irgendwo über uns. Oh je. Ich weiß, ich bin gerade irgendwie ein bisschen sprachlos. Ich bin erstens noch ein bisschen geflasht von den ganzen Sachen, die uns in der letzten Zeit passiert sind. Und, naja. Es ist gerade irgendwie so
Spannend, so seriös. Rey ist die einzige, die verblieben ist jetzt. Die Verbliebene, nein! Mio, ja, was mit Mio ist, weiß ich, würde ich auch mal gern wissen. Dies. Oh Gott, los. No. Nicht gut. Oh, unsere Kerze geht aus. Ja. Okay, das ist aber jetzt eine andere Sache, als die, die ich gerade eben gehört habe. Leute, ich mach mal hier Pause. Das war Project Zero 3. Bis demnächst. Ciao.